Das sieht merkwürdig aus, aber gut. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, ihr habt es eben schon kurz gesehen. Heute geht es um die Buttons bei der Passcode-Eingabe. Und ihr seht schon, da ist hinter jedem Button ein extra Bild hinterlegt. Und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt, denn das ist wirklich ein schöner kleiner Tweak, der sich Faces nennt. Wir gehen direkt mal in die Einstellungen. Dort kann ich euch mal zeigen, wie ihr die Bilder einzeln hinterlegt. Wir gehen in den Tweak hinein. Dort könnt ihr ganz oben natürlich den Tweak ein- und ausschalten und unten drunter könnt ihr dann die Bilder auswählen. Und ihr seht schon, hier ist jeder einzelne Button bei der Passcode-Eingabe beschrieben. Das heißt, wir haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 0. Und auf der 9 habe ich aktuell noch kein Foto, da gehe ich einfach mal rein. Man kann jetzt hier ein Foto mit der Kamera auswählen oder man kann auch eins aus seiner Bibliothek auswählen. Ich gehe einfach mal hier hinein, wähle ein Foto aus, dann kann ich das noch so ranzoomen, wie ich das gerne hätte. Gehe auf Auswählen und das war's dann schon. Wenn ich jetzt nochmal mein iDevice sperre und entsperre, seht ihr, dass auf der 9 nun das entsprechende Foto hinterlegt ist. Und so könnt ihr das ganz einfach mit allem Möglichen machen. Da könnt ihr eure Lieblingsfotos jederzeit auf euren Eingabebutton sehen und die Bedienung wird keinerlei beeinträchtigt dadurch. Und ich finde wirklich, das sieht sehr, sehr schön aus. Eine tolle Form, das Ganze etwas zu individualisieren. Das Löschen geht ebenso einfach. Wir gehen nochmal zurück in den Tweak. Faces, Choose Image und wenn ich jetzt wieder möchte, dass auf der 9 kein Bild ist, gehe ich nochmal darauf, gehe auf Delete Existing Image und gehe nochmal raus, sperre, entsperre und dann sollten wir sehen, dass auf der 9 nun wieder gar kein Foto hinterlegt ist und das ganz normal aussieht. Und so wäre das Ganze dann zu handeln. Also wirklich eine wirklich schöne Sache. Ganz unten, wo ihr die Fotos einstellen könnt, seht ihr hier noch diesen Schieberegler. Damit könnt ihr die Transparenz der Bilder noch etwas justieren. Und das sind im Prinzip auch schon die Funktionen von Faces. Und jetzt will ich euch natürlich noch kurz zeigen, wo ihr den Tweak auch finden könnt. Natürlich im Cydia Store. Und dann geht ihr, wie könnte es anders sein, in die Big Boss Repo und sucht dort nach Faces. Und ladet den Tweak mal direkt kostenlos herunter. Und das wär's schon, Leute. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wirklich ein sehr schöner Tweak. Mir gefällt der sehr gut. So kann man sein iDevice, also sein iPhone, iPod Touch oder auch sein iPad wunderbar personalisieren und die schönsten Fotos so hinter den einzelnen Buttons ablegen. Probiert's einfach mal selbst aus. Ich hoffe, euch gefällt es so gut wie mir. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.meappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Raus!